Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Videospiel. Ich bin das Zombies. Okay, da fragt ihr bitte nicht diesen Anfang. Ich bin. Was bin ich noch einmal? Ach ja, stimmt, dumm. Hell. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Na egal. Auf jeden Fall in der letzten Folge von Plants vs. Zombies haben wir das vierte und das fünfte Level von der fünften Welt abgeschlossen. Das heißt, ich werde heute probieren das sechste und das siebte und wenn es noch genug Zeit übrig ist, das achte Level in dieses Video zu quetschen. Und ja. Sagen wir mal, los geht's. Außerdem haben wir noch im letzten Level den 10. Garten vorgeschaltet, die sozusagen eine, wie soll man sagen, ja, hier Farmquelle ist, also Münzfarm. Kann man hier gut grinden, so wie ich es lieber sage. So, hier, nimm Wasser, danke, hier, nimm noch mehr Wasser. Ich hab gesagt, du bekommst Wasser hier, also du kriegst es auch. Hier. Hier. Ich warte noch eine Stunde, na. Und die Zuschauer langweilen sich wahrscheinlich auch. Und jetzt gebe ich ihnen etwas, damit sie wachsen und mich in Ruhe lassen. Ich glaube, das hat sich gesagt. Wachsen lassen. Oh. Interessant. Na egal, komm, wir beginnen mit dem sechsten Level und ja, ich werde wahrscheinlich sterben. Na, was war das denn jetzt? So, Sonnenblumen natürlich, Schutzschild natürlich, den hier, dann nein, nicht den. Was kann ich noch nehmen? Ab geht's für dich. Und Spaß halber noch diese hier. Okay. So. So. Eine zweite Sonnenblume setzen. Auch eine dritte, oder? Ich weiß nicht. Ah, nein, lieber mal nicht. Komm, wir machen mal die hier. So, ist die heilige Butter. Bam. Da kommt noch mal zweite Sonnenblume dahin. So, dann hier das Corner Puls, was sofort Butter schmeißt, ja extrem gut ist. So, nächste Sonnenblume. So. Nächstes Corner Puls. Ach ja, ich habe auch während der letzten Folge habe ich auch nachgeschaut. Also diese gelben Dinger hier heißen Cornerpult und diese grünen da, die extrem viel Schaden machen, die heißen Colapult. Also war ich im letzten Video richtig mit den Namen von den beiden Pflanzen. Was mich gewundert hat. Denn ich hatte eher gedacht, dass ich falsch liege, aber egal. Dann lag ich halt richtig. Yay! Schon etwas müde. Uiuiuiui. So. Wenigstens einer Linie steht wenigstens jetzt in jeder. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von diesen Konapulten. Noch für den Cola-Pulten brauche ich noch eine ganze Reihe und dann mache ich ja wieder eine ganze Reihe Corner-Pulte und dann wieder eine ganze Reihe Cola-Pulte und ja, immer so weiter, bis das Level halt vorüber ist, so wie ich es jetzt bis immer wie immer ja, wie ich es jetzt immer halt seit dem zweiten, dritten Level gemacht habe. So, nächstes Cola-Pult.
So, dann mal hier schön das aufbauen. Ihr seht ja, ich habe gar keine Probleme. Ist ja auch verständlich, das Level ist wirklich sehr einfach. Im Vergleich zum zweiten Spiel, das ich schon aufgesagt habe, wirklich im Vergleich zum zweiten Spiel von Plants vs. Zombies, ist das wirklich hier gar nichts. Gar nichts. Ah. Oh Gott, jeder fragt bitte manchmal von nicht meine Geräusche, die ich mache. Ich bin manchmal einfach. Ja. Ich sag mal einfach dumm. Ein besseres Wort kann es. Besser kann man es nicht beschreiben. So. Nächstes Cornerpult. Und da fängt schon die erste Furz. Die erste Welle an, Mann. Von 2 wollte ich noch sagen, aber ich habe mich versprochen, habe schon gedacht, erinnerst du dich noch für den Satz? Und ja, und dieser Satz, den ich gerade aufgezählt habe, interessiert wahrscheinlich keinen Mensch. Also ja, ist halt schon einfach mal meine Fresse. So, nächste Reihe von denen. Linie. Was ist denn für ein neuer Vollidiot? Oh, sofort mit der Butter attackiert worden, sogar schon zweimal. Was für ein Opfer! So. Ey, er schießt auf die Sonnenblume. Glaubst du, was du da, sie dir erlaubst, ey? Sofort wieder eingebuttert. Was für ein dummer Name. Oh, er ist tot. Oder seine Maschine ist halt in die Luft gegangen, aber auf jeden Fall, ja. Ich glaube eher, dass der tot ist, dass er überlebt, denn wer überlebt schon die Explosion, ne? Sofort, zumal, wenn man noch auf diesem auf dem Objekt sitzt, was in die Luft geht. Wer überlebt das? Sagt mir das jemand mal. Butter. Verdammt, meine Sonnenblume ist da hinten weggegangen. Blödes Viech. Ja, das zieht sich in die Ewigkeit wirklich hier, wirklich. Dieses verdammte Level aber auch. Oh Gott. Oh, die armen Zombies aber auch. So, nächstes Cornerpult. Oh, arme Zombies. Was habt ihr nur getan? Also es kommt jetzt nicht mehr so ein Typ mit dieser komischen Maschine, die immer meine Sonnenblume attackiert. Warum auch immer nur die Sonnenblume, wer weiß. Und ich glaube, wenn diese zwei Zombies tot sind, wird, glaube ich, die letzte Welle anfangen. Also ich habe so ein Gefühl. Und hatte ich recht? Jep. Okay. Jetzt muss ich nur noch eine Cornerpult hinsetzen und habe ich wenigstens drei Linien. Nein, drei Reihen. Ist glaube ich richtig. Ja, drei Reihen von diesen Cornerpulten halt. So. Stirb bitte, danke. Ja, meine Sonnenblumen da wieder hinten zerstört. Nein! Oh, jetzt habe ich mir keine. Oh, verdammt, hat die Skonapult zerstört. Sowas kannst du, mein lieber Freund. Schirmblatt heißt er auf jeden Fall, okay. Schützt benachbarte Pflanzen vor Bungees und Katapulten. Ah, okay. Ich will keine Werbung. Bitte. Ah! Was war das denn jetzt? So, wir nehmen auf jeden Fall dich, natürlich dich.
Dann nehmen wir dich. Dich und dich. Aber was ich jetzt frage, diese Schirmblätter, wie oft können sie, kann man die benutzen? Also ich meine, wenn man die gesetzt hat, wie oft funktionieren die, sag ich mal? So ein paar Mal oder wenn die einfach nach so 3, 5 Mal verteidigen von ihr, also wenn sie 3, 4, 5 Mal diese hängenden Gegner oder wie auch immer die anderen Gegner halt geschützt haben vor denen, also ja, halt geschützt haben die Pflanzen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Verschwindet der oder kann man den einfach unendlich benutzen, sozusagen? Das werden wir alles sehen. Ich glaube, keiner hat wahrscheinlich meinen Satz richtig verstanden. Also ja. Wieso? Ja, genau, das ist mein Satz. So, ich schätze mal schon da ein 10. Sonnenblume, bitte, danke. Nächste Sonnenblume, bam. Das ist wirklich sehr einfach. Viel zu einfach eigentlich, um genauer zu sein. Hallo. Wie lange dauert es denn noch? Boah, ist das langweilig. Es gibt drei Wellen, ja. Ich glaube, heute werde ich nur noch dieses Level schaffen und dann ist das Video schon 21 Minuten wahrscheinlich so ungefähr wieder lang. So, nix. Das erste Cola-Pult kommt mal, denke ich. Wird hier mal endlich gesetzt. Ein Wunder. So, Sonnenenergie sammeln. Bam, dann da. Ein zu diesen Dingern setzen. Dann da eins hinsetzen. Wenn keiner, wenn ich sehe gerade keinen Zombie in irgendeiner Linie, die Polone auf dem Kopf hat. Okay, jetzt schon. Deswegen setze ich mal das zweite Cola-Pult mal dahin, damit ich keine Probleme mit dem bekomme. So, danke für, dass du das Buttergewehr geworfen hast, auf ihn. Danke. So. Dann setze ich da dieses Ding hin. Was ich mich jetzt frage. Wirklich schützt das Feld, was links von ihm ist, rechts von ihm ist, über ihm ist und unter ihm ist. Schützt er diese Felder oder einen 3x3 Radius? Das frage ich mich jetzt. Also, also schützt er halt drei Felder, ja. Neun Felder, also das Feld, wo er drauf ist und halt die 8 Felder auch um ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ne? Bitte. Ich finde, ich hier als Vollidiot, hier als ein Vollidiot hier stehen. Bitte nicht. Ist schon so oft geschehen in meinem Leben. Nein, natürlich nicht. Zum Glück. So, Cola Puls dahinsetzen. Yep, der hat einen 3x3 Radius, geil.
und Deckel und also sieht mal so aus, als hätten 3x3 Radius. Cool, oder? Ist ja geil. Heißt halt nichts zu sagen, einfach. Toll. So, dann setze ich mal hier noch in die nächste Reihe. Kann so lange schießen, wie er will, er wird diese Sonnenblume nicht zerstören können mit seinen Geschützen. Geil. Nein, bitte nicht. Oh, okay, danke für die Butter. Wieso kriege ich das nicht denn, verdammt? Hallo? Wieso kommst du mir so nah? Na, danke, dass du die Butter geschossen hast. Danke, danke. Hallo? Ah. Oh Gott, ich schlag hier gleich noch vor Langeweile ein. Oh Gott, es sind sogar noch, wie ich gerade sehe, noch zwei Wellen. Oh Gott. Wieso? Okay, er ist kaputt. Dieser Typ. Ja, du bist ja richtig schlau. Gerade den nehmen, der andere davor schützt, vor die Schütze. Das ist ja super. Das wurde hier wahrscheinlich zu 100%. Und das war gar nicht sarkastisch gemeint. Oh je. Ah, wieder Sarkasmus. Ja, auf dich habe ich definitiv keinen Bock. Tschüss. Direkt die Butter geschossen, geil. So. Stirb bitte, das wäre ein gut. Das wäre gut für mich. Danke. So. Butter. Ach, verdammt. Dann setze ich halt da eins hin. Oh, Junge, Alter. Das doch ja noch eine Ewigkeit hier. Ei, ei. Ja doch, eine Ewigkeit. Ewigkeit. Ach, vergiss. Nein, nicht meine Pflanzen. Oh. Nein, geht weg. So, ich glaube, ich werde mal anfangen. Ey, wieso hat er meine Pflanze? Och, komm. So, no, mach schon ein Schutzschild hin. Boah, haben die keine Chance. Keine Chance, aber wirklich einfach keine.